Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spyro Adventures. Hallo. Mein Schatz ist jetzt auch wieder da. Internet und alles funktioniert wieder. Alles super. Yes. Also können wir fortfahren mit der lustigen Quest, diese Dinger da abzuschießen. So, bam. Ich musste leider neu anfangen und bin jetzt inzwischen bei. Moment. Bei. Mann, das sieht man nicht die ganze Zeit. Bei 5 Pflanzen. Ich hatte vorher 6. Schon 7. Ich hab jetzt auch 6. Ah, da oben ist noch eine. Ja, die anderen kann ich dir sagen, wo die sind. Weil die sind so ein bisschen ekelhaft versteckt. Bam. 7. Jupp, 7. So. Ja, ich glaube, das war's jetzt von hier aus. Wenn du. Lanz. Geh weg. Wenn du jetzt. Ja, bei dem Affen da. Gehst du in die Pflanze, die da in der Nähe ist, rein. Augenblick, ich möchte gerne erstmal berichten, was Lance zu sagen hat. Sparrow, toll, dass du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Eigentlich wollte ich dich um Hilfe bitten. Wir müssen Herzen sammeln. Können wir uns nicht gegenseitig helfen? Phenoxe haben die Zutaten für unsere Bananen, für unseren Bananendünger geklaut. Damit unsere Bananen überhaupt noch wachsen, benutzen wir jetzt das Herz der Bananensavanne. Verstanden, wir finden die Zutaten und du gibst uns das Herz. Genau, hier ist die Liste mit den 7 Zutaten. Hype. Yay. Yay. Ey, Spasti. Der ist gemein, ne? Die spucken Feuer. Ich bin doch das einzige Viech, was hier Feuer speien darf. Nein. Doch. Also bei dem Affen da gehst du in die, gehst du in der Nähe in die Bananenpflanze rein. Hier die. Ja, genau die da. Moment, wie gehen die nochmal auf? Du musst die Wurzel anflambieren. Hab ich doch gerade eben. Ja, das ist das Problem. Du hättest sie nicht machen sollen. Musst du zweimal machen. Damit du ins Richtige kommst. Aha. So, wo sind wir denn jetzt? Gibt's hier irgendwo noch was Lustiges? Ja, bei der Bananenpflanze in der Ecke, wo du rausgekommen bist. Müsste noch eins sein. Außer du hast nur einmal gemacht. Okay, du bist beim Falschen. Du musst wieder zurück in die Pflanze und musst die Bananenpflanze nochmal. Kannst du uns von diesem Rhinoxenunkraut befreien? Ja, ja. Du bist wieder da am Anfang. Ja, hab ich gemerkt. Die sind gemein, die Viecher, ne? Behindert. Okay, weg. Hey! Mach die mal nur einmal oder hast du eben zweimal gemacht? Jetzt komme ich ja wieder dahin. Oh, sind die Dinger blöd. Du musst, wenn du eben nur einmal gemacht hast. Jetzt wieder zurück in dieselbe Pflanze, dann kommst du wieder hinten raus. Dann machst du jetzt nochmal. Ja. Jetzt gehst du wieder bei die Pflanze. Und jetzt gehst du rein. Jetzt kommst du woanders raus. Genau. So, mir. Piu! Da ist noch eine, so wenn ich weiß. Ey. Du Arsch. Oh, ich hab schon alle 10 Pflanzen, fällt mir gerade auf. Also da müssten noch 2 sein. Ganz oben bei der Pflanze müsste auch noch eine sein. Bei der Wurzel. Ja, gesehen, gefunden. So, ausrichten und Feuer. Das ist letzte Rhinoxenunkraut Sparrow. wir teilen Albert die frohe Botschaft mit. Als Klärchen. Ja, warte, geh erstmal in die erste Bananenpflanze, an der du vorbeikommst. Dann kommst du nämlich oben. Ach ne, da kommst du. Hä? Oh, ich komm hier nicht durch. Ich blick hier bei diesen Kack-Bananenpflanzen nicht durch. Das ist echt schlimm. Ich will erstmal hier noch ein paar Dinger kaputt machen. So. Okay. Ah, ich guck trotzdem mal, wo ich jetzt hier langkomme. Ich bin wieder am Anfang. Probier ein bisschen aus mit den Pflanzen. Weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, welche Pflanze wo landet. Ah ja, ich glaube, das ist auch generell so ein bisschen blöd. Mhm.
Hä? Hier ist eine Tür. Ja, da kannst du reingehen. Soll ich da jetzt rein? Kannst du machen. Da ist nichts drin, außer, Diamanten. Außer ein paar Diamanten und so Zeug. Ich geh halt jetzt auch mal da rein. Hallo, geh kaputt. Die Leckhöhle. Bam, 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 bam. Ich geh dann auch mal da rein. Bam. Ich hab übrigens mein Dings gerade schon abgeholt. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder zurückfinden. Jo. Danach müssen wir irgendwie nach oben mit irgendwelchen Bananenpflanzen. Oh. Ich find die echt verwirrend. Ich glaube, du bist sogar richtig für das abzuholen. Nein, noch nicht. Okay. Na wohl, welche muss ich denn jetzt holen? Oh, ja, jetzt bin ich richtig. Ich glaube die da. Hey du! Danke, Spyro, du hast uns eine Menge Arbeit erspart. Hier, vielleicht kannst du diese alte Bedienungsanleitung gebrauchen. Ich habe sie gefunden. Ich habe keine Verwendung dafür. Cool. Das ist so ein Kram, der dem Professor gehört. So, wenn du jetzt wieder auf die große Insel kommst, wo der Affe drauf ist, der dir die Quest gegeben hat für das Herz, wenn du auf der Insel drauf bist, gehst du in Richtung von dem Drachenaffen. Ah, ist alles dasselbe. Drachenaffen, alles dasselbe. Da ist so ein roter Knopf. Und bei dem roten Knopf ist eine Bananenpflanze. Wir müssen ein bisschen suchen. Ja, da kommt der rote Knopf. In die Bananenpflanze gehst du rein. Dann springst du auf eine andere Insel. Und dann gehst du bei der Bananenpflanze rechts rüber. Oh cool, ich bin sogar instinktiv dann richtig gegangen. Da kommt irgendwo noch eine Bananenpflanze. Bei so einem Schaf. Oh, ja, die ist zu. Okay, dann musst du die hinten aktivieren. Ja, ich geh mal gerade gucken, wo das... Ich glaube, das müsste die hinten sein. Jetzt geh nochmal gucken, ob die jetzt auf ist. Oh nein! Mano! Ist sie immer noch zu? Ja. Dann musst du durchlatschen. Dachte, ich guck mal, wo die rauskommt. Ah, okay. Mano! Doofes Ding. Die kommt hinten bei dem Affen wieder raus. Das ist die, wo die Bananenwurzel, wo der Affe am Labbern ist. Okay. Jock. Und jetzt musst du rumprobieren, bis die... Alter, ich komme hiermit nicht klar. Das ist die falsche Bananenwurzel. Oh, jetzt ist es auf. Juhu. Ja, aber es ist die falsche. Damit kommst du wieder vorne raus. Oh, Manu. Das ist voll der Bananenstruggle hier. Oh, fuck you. Ich will das doch nur schaffen. So, ich probiere da mal weiter rum. Irgendwo muss doch noch eine Bananenpflanze sein. Erwischt. Nein. Ich habe sie noch mal angeflamed, aber jetzt bin ich wieder auf der ersten Insel. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen hatte ich ja gesagt, das ist die falsche. Mann. Aber warte, vielleicht ist es tatsächlich doch die andere. Ja doch, ich krieg's die andere. Wenn du die... Oh, ich bin jetzt gerade auf einer anderen Insel. Ja, das ist die zweite. Ah, ich hab gefunden! Wenn du jetzt bei dem Buzzer in die Bananenpflanze reingehst, aktivierst einmal oben die Wurzel und gehst wieder zurück da rein, dann kommst du oben raus, wo ich meinte. Warte, jetzt hier die aktivieren? Ja. Einmal aktivieren und wieder in dieselbe Pflanze rein. Ah, okay. Oh, wie behindert. Jetzt sammelst du dir so ein paar Diamanten. Ja. Du hast welche vergessen. Ja, aktivierst die einmal. Und gehst dann, und dann wieder hier in die. Nein. Du gehst schön wieder zurück. Springst den Abgrund bei der Wurzel runter. Ah, okay. Okay. Du hättest sie nicht aktivieren müssen, aber egal.
Du kannst sie von unten nochmal aktivieren. Ist kein Problem, ja, ja. Du springst hoch und flambierst sie. Und damit kommst du dann oben raus. Ganz oben. Kannst dir dann noch den Traum holen, die da sind. Yay! Ja, diese den Traum. Sollten wir lieber nicht essen. Yay! Bam, bam, bam. Da. Geh da rum. Oh, du scheiß Rinox-Ding. Das ist keine normale Nagelfeile. Yay, Werkzeuge. Flamethrower, Flame. Jetzt springst du wieder bei der Bananenpflanze runter. Also bei der Wurzel. Kriegst du den Diamanten nicht? Ja, genau. Flambierst die wieder. Und geh zurück. Und geh wieder in die Pflanze, wo du eben nach oben gekommen bist. Also hier runter bei der Pflanze wieder. Genau. Okay. Hype. Und dann kommst du ganz oben bei einem Luftschacht raus. Ah, hallo. Ich geh schon mal rein. Oh, ja. Ich randalier hier noch ein bisschen. Alles klar, aber aktiviere nicht den Buzzer. Den können wir machen, wenn wir aus dem Luftschacht raus sind. Ja, ja. Oh, hier ist noch eine grüne Truhe. Ich will endlich den grünen Schlüssel haben. Manu. Ja, du kriegst die erste Hälfte hier drin. Nice. Tschum. Und du kannst die Rinoxe durch die Wände wegsaugen. Alles klar. Aber nur durch die schmalen Wände. Gut, wie steht's, Agent 9? Keine Zeit zum Plaudern, Sparks. Es gilt Geisel zu befreien. Geh weg. Oh, hör auf mit mir zu labern, Schild. Ich weiß, wie es geht. So. Wie es geht. Wie es geht. Wie es geht. Und ich glaube, du kannst dir tatsächlich nicht alle Kameras wegmachen. Oh, wie behindert. Was ist Lur? Boah, das erinnert mich an das Minispiel Röhrenlabyrinth bei Super Mario. Mario Party. Mario Party 1. Das ist geil. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ach, jetzt weißt du's? Ja. Stell dir vor. Oh, ich bin blöd, ich fall wieder runter. Oh nein, ich bin erwischt worden. Ich bin zu früh gesprungen. Die da kannst du nicht wegsaugen. Wenn du unten drunter stehen bleibst, ist das kein Problem. Ich war's nicht. Ich war nicht da. Nein, nein. Yay, Hype. Es gibt hier auch wieder so lustige Feen, die mich dann saven. Ja, klar. Gibt's immer. Gut. Du musst ja irgendwie abgesichert sein. Ich hätte jetzt gern eine. Ah, hier unten ist sie. Nice. Merkt ihr übrigens, wo die Türen stehen? Oh, ich bin blöd. Ich hatte noch keinen Schlüssel. Ja, genau deswegen sollst du dir merken, wo die Türen stehen. Ja, ja. Na komm schon. Piu. Ja, blöde Erkältung. Oh, Schatzen. Das ist nervig. Vor allem nachts, wenn man schlafen will. Jock, 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 jock. Das war ein Schlüssel, aber... Das ist der grüne Schlüssel da. Von dem grünen Schlüssel kriegst du den roten Schlüssel. Den ich übrigens schon hab. Ja, ja, aber ich stelle mich wenigstens jetzt diesmal nicht so blöd an wie beim letzten Mal. Nee. Das ist auch nur das erste Mal, dass man sich blöd anstellt. Das erste Mal ist immer das schwerste Mal. Ja. Und so, ne? Ist aber tatsächlich so, das kann man im ganzen Leben anwenden. Das erste Mal ist immer das, wo man sich blöd anstellt. Ja, die erste LK-Arbeit, das erste Mal kochen. Der erste Sex.
Das ist schön, Schatzi. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht so drauf anspielen. Ich schon. Okay. Na, deal with it. Das kannst du gerne dann mit meinen Abonnenten in den Kommentaren diskutieren. Ja, wenn mein Google Plus denn da mal aktiviert wäre. Dafür muss ich deinen PC mal missbrauchen. Ah, ja, ja. Mein PC ist ja so eine Hure. Ja. Wird von allem und jedem missbraucht. Ah. Vor allem von dir. Ja. Ja, deal gut. Ich habe ja okay, nur das iPad-Problem. Und am iPad geht das ja nicht. Yeah. Ja. Ich muss aber gerade mal ganz kurz weg. Wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. Schatzi. Was denn? Hallo. Hallo. So, hallo, wir sind wieder da. Kleine Pause. Jog, jog. Okay. Yay. Stoop. So, ich hab jetzt... 4 von 8. Ich hab 5 von 8.